Hallo, heute möchte ich vorstellen ein brasilianisches Instrument, Pandeiro. Das brasilianische Instrument, dieser Pandeiro, das sind zusammen so wie Schelle, das wir kennen, und ein Fellen. Normalerweise sind es Ziegelfellen. Und der Sound von dem Pandeiro ist ein Tiefsound, auch ein Ho, ein Slap oder Tapa. Aber haben wir auch einen Sound meistens von der Schelle. Die Ursprung des Instruments, dieser Tambourin, kommt aus arabischem Raum. Und so klingt das. Sehr ähnlich wie den Pandeiro, aber ist andere Technik. Und dieses arabische Instrument kommt durch den Spanier und damals hat es so gespielt. Und die Wanderer in Portugal. Und bis Portugal kommt nach Brasilien. Und ein gutes Beispiel, mein Opa und Onkel hatten so die Haltung gespielt damals. Und der modernen Pandeiro, wir halten ganz parallel. Hier habe ich einen kleinen Holz, das von einem Griff, ist locker und kann ich immer diese Bewegung machen. Mit dem Daumen kann ich auch den Sound verändern. Das ist sehr, sehr ähnlich auch dieses Instrument. Kandiere. Und normalerweise findet sich hier den Zaun mit dem Tug, die Finger. Okay, es gibt einen sehr basic Rhythmus, das von Pandeiro spielen sollte. Erstmal mit dem Daumen, wir nehmen dieser Tief, den Finger, Schell mit der Hand. Ein bisschen schellen und wieder schellen. Und das spielen wir in 6 Zehntel. Das bedeutet immer in einem Tempo 4-mal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Diese Figur ein bisschen schneller klingt so. Unsere Zamba. Nochmal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und auch so denken und spielen, wir können auch denken in den Worten. Schokolade. Schokolade. La, la, Schokolade, 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 Schokolade. Mit diesem Finger kann ich auch ähnlich Sound von der Daumen machen. Dann imitiere ich sehr ähnlich wie ein Sudo. Genau. Und wir benutzen den Pandeiro auch in verschiedenen Musik. Samba, das Sie gerade gespielt haben. Es gibt auch von Coco. Coco ist auch eine sehr bekannte Nord-Osten-Musik. Zum Kokenspielen Beispiel. Dann benutze ich ganz bekannt Tapa oder Slap auf den 4. 1, 2, 3, 4. Und der andere sehr bekannte Sound von Pandeiro
Also wie dieser Wirbel mit dem Finger. Ja. Die Ähnlichkeit, wenn wir einen kleinen Stein über das Wasser und die springen. So mache ich mit meinen Fingern. Bei der Musik kann ich immer benutzen. Den Rhythmus kann ich auch mit dem Teil von meinen Händen benutzen. Das heißt fast eine kleine Wirbel. Also, von heute bleiben wir hier und wir heute haben kennenzulernen das Pandero oder der Pandero.